Clubfreunde, der Stray am Start, wie ihr seht, mit Jamari und Corvus ist hier. Ne? Mega cool. Wir haben gestern ein bisschen gefeiert, weil mein Geburtstag und sowas. Und ich habe hier so ein cooles Brolegium-Shirt. Wir sind gerade in Hamburg. Kann ich mal ihm zeigen hier so. Bro, sieht man alles nicht so, aber ist ja scheißegal. Auf jeden Fall machen wir uns jetzt auf den Weg zur Comic-Manga-Messe. Zur zweiten Comic-Manga-Messe. Hast du verpasst, hey! Und ja, ich habe gerade so ein geiles Handstativ, was ich von den Leuten bekommen habe. Und zu Hause habe ich noch ein bisschen mehr. Kann ich aber alles heute Abend zeigen oder so. Auf jeden Fall mega nice. Ich habe eine Kamera. Ich habe eine Kamera. Ich habe eine Kamera. Auf jeden Fall sehen wir uns dann nachher bei der Comic-Manga-Messe. Bis später. Hi. Ja, Mari, ein Statement zu dieser Messe. Gameboy. Bist du behindert? Headshot. Abonniert mich. Alles klar, so, wir sind jetzt hier beim Runestand. 20-Stunden-Stream von Jamari. Spielen Samsung nochmal, den Samsung nochmal, alles klar. Oh mein Gott. Wie läuft es denn? Hau dich gleich, wenn du dir einmal noch in die Kamera hältst. Headshot. Boah, Camsex, Alter. Boah, Sexsex. So Leute, alles klar, ich habe mir gerade ein bisschen was gekauft. Und zwar bei ihm hier. Hi. Ja, Rune Store, wieder mal. Immer wieder, sobald er da ist. Genau hier. Naja. Ne? Hier, Rune. Immer wieder, sobald er da ist, kaufe ich mir irgendwas. Und ich habe mir heute 2 Harley Quinn Figuren gekauft, die ich sonst nirgendwo kriege. Und und eine Mega Man Figur und eine One Piece Ruffy Figur. Und offiziell grüße ich jetzt Flo Joe. Der wird mich hassen dafür, aber ist mir scheißegal. Hier die Ruffy Figur. Und sie hat sich auch irgendwas gekauft. Ja, haben wir noch was. Warte. Natsu. Fairy Tail. Einfach geil, die Leute hier. Und Kevin, stell mal zurück, ich bin Beigert dabei. Und Corvus kauft sich die hier nachher. Wir gehen nachher nochmal los. Und ja, mach mal. Auf jeden Fall sehen wir uns nachher wieder. Ich muss erstmal Jamari und sowas wiederfinden. Kannst du die zurücklegen? Mach ich, ja. Er legt die zurück. Hammergeil, der Kerl. Hab ich schon mal eine Facebook-Seite oder sowas. Aber nimm keine Freunde an. Mach nichts. Jo. Alles klar, wir sehen uns später. Ciao. Lass sie knutschen. Fanfiction. So, Freunde der Sonne, wir wollen uns jetzt mal die Con angucken. Beziehungsweise, ich war ja schon drauf, hab ein bisschen was gekauft. Und ich filme jetzt einfach mal so ein bisschen durch die Con durch. Das hat er jetzt nicht gesagt. We'll be right back.
mag dein Cosplay. Ich hab dich als Figur. Nice. Ja. Willst du wen grüßen? Hey. Willst du wen grüßen? Ihn hier, obwohl er neben mir steht. Alles klar. Willst du wen grüßen? Robin! Wuff. Wuff. Ich ärgere dich jetzt damit einfach. Kann man auch noch nicht. Oh,
Jo Freunde, willkommen zurück in meinem Reich. Also ich bin jetzt wieder mit Corvus, der da hinten irgendwo chillt. Da, in dem Bereich. Vielleicht sehen wir ihn ja. Da chillt er. Wir sind gerade von der Convention wiedergekommen. Wir sind so im Arsch an sich. Und ja, warum wir im Arsch sind oder warum ich im Arsch war. Wir haben ein bisschen gefeiert am Vortag. Weil ich Geburtstag hatte und ich habe da so ein paar kleine Gimmicks von meinen Leuten gekriegt oder beziehungsweise von den Leuten vom Prolegium, muss man ja eigentlich so sagen. Und zwar zum einen, ich muss mal jetzt eben die Kamera ein bisschen weiter wegstellen. Oder geht das? Sieht man das? Hier, da steht Prolegium drauf und hier unten sogar der Slogan muss drücken. Ne? Danke nochmal, Jungs. Danke euch für dieses geile Geschenk. Dann habe ich noch gekriegt, hier ein Stativ für meine Kamera. Dann kann ich jetzt besser die Haul-Videos und sowas machen, Info-Videos und habt ihr nicht gesehen. Werde ich wahrscheinlich dann auch mal mit zu einer Con nehmen, wenn irgendwie Live-Auftritte sind oder sowas. Da ein bisschen filmen, wäre natürlich auch ganz nice. Dann, wer hätte es erwartet, was zu mir passt, was ganz typisch ist. Ein Batmobil von Hot Wheels, was ziemlich geil ist. Das ist das The Dark Knight Modell. Ziemlich cool, ziemlich geil. Dann ein kleines, das hatte ich heute auf der Con verwendet. Handstativ, total geil damit zu filmen. Mega geil, macht mega Spaß. Danke dafür, Leute. Des Weiteren eine weitere Funko Pop Figur. Und zwar Killer Croc von Suicide Squad. Ist ein geiler Charakter gewesen, auf jeden Fall im Film total. Und ja, an sich in den Games ist er auch geil. Killer Croc hat Stil. Bin ich ganz ehrlich, sorry für diese verwaschene Kameraführung. Gestern, ihr seht es jetzt, es ist dunkel draußen. Es ist dunkel und hier ist es hell. Liegt daran, ich habe eine Softbox. Ja, die habe ich mir geholt bei Amazon. Werde ich vielleicht, sobald ich dann auch Amazon-Partner bin oder mich bei Amazon verpartnern lasse, in der Videobeschreibung verlinken. Und ja, jetzt kommen wir noch zu einem geilen Gimmick. Ich habe da jetzt die Keycodes verdeckt. Da haben meine Leute mir nämlich so eine Art Jigsaw gemacht. So Jigsaw-Game. Ich zoome das mal hier so ran so ein bisschen. Vielleicht kann man das lesen. Wenn ich müsste auf Pause drücken. Auf jeden Fall sind da 12 Keys bei, oder? Wie viele waren das? 12 Keys. Von denen sind 2 echt. Der Rest ist einfach nur fake. Heißt, ich muss alle eintippen, manuell. Und dann habe ich bald Teso. Und dann gibt es auch mal 1-2 Teso-Videos bei mir auf dem Kanal. So, und jetzt kommen wir zur Con-Ausbeute. Die Con-Ausbeute. Leute, so der Hammer. Und zwar habe ich mir hier Mega Man geholt. Dann 2 Harley Quinn POPs, Funkos. Dann eine One Piece Figur. Hammergeil, Ruffy. Ich habe sie gesehen, ich musste sie einfach haben. Hierbei Grüße an dich, Flojo. Grüße an dich. Diese Figur kriegst du nicht. Und dann habe ich mir noch ein paar Manga geholt. Die sind hier. Bisschen Attack on Titan, One Piece, Anohana, Kagasa, Love Trouble, das Yuki Go to Hell und den ersten Band von ReZero. Werde ich alles aber nochmal zeigen im Otaku World Video am Ende des Monats. Und ja, ich würde sagen, das war's. Ich hoffe, der Vlog hat euch soweit gefallen. Falls ja, wisst ihr, wie ihr das zeigen könnt. Und wir sehen uns bei einem meiner anderen Videos. Denkt dran, LTAB. Bis dahin und, ach ja, ich sollte noch Herr D. grüßen. Herr D., ich grüße dich. Jetzt habe ich es endlich mal gemacht. Und ja, bis dahin und tschö tschö. Das ist die